Ich bin Jessica Gümmer-Postal und ich bin im Vorstand für Personal und Recht in der Stiftung tätig. Wir sind ein Unternehmen, was es schon sehr lange gibt. Wir haben 150 Jahre in diesem Jahr gefeiert, aber wir sind mit vielen jungen Menschen dabei, diese Unternehmensgruppe weiter voranzubringen. Die Evangelische Stiftung Neuer Corode ist ein Unternehmen mit Gesellschaften in der Altenhilfe. Wir sind tätig in der Behindertenhilfe und auch im medizinischen Bereich, Krankenhaus und Beschäftigungsförderung. Wir sind hier in der Klostergärtnerei in Redaxhausen und hier werden Gärtner ausgebildet, beziehungsweise ist hier auch der Berufsbildungsbereich unserer Werkstatt für behinderte Menschen. Die Ausbildung findet an verschiedenen Standorten statt. Wir bilden in rund 11 Berufen aus. Unser größter Bereich ist die Heilerziehungspflege und die Gesundheits- und Krankenpflege. Aber bei uns kann man bis hin zum Kochen als Koch ausgebildet werden. Das sind einige Bereiche, die zeigen, wie breit bei uns Ausbildung auch gefächert ist. Wir wünschen uns Auszubildende, die Spaß an der Arbeit haben, die motiviert sind und mit ganz viel Eigeninitiative an die Arbeit rangehen, Ideen haben und einfach offen für neue Ideen auch sind. Wir haben eine ganz hohe Übernahmequote. Über 80% der Auszubildenden finden in der Unternehmensgruppe einen Job. Unsere Philosophie in der Stiftung ist, viele Menschen, viele Ideen. Und ich finde, das zeichnet uns aus, diese Vielfalt von unterschiedlichen Ausbildungsberufen und auch Berufsgruppen, die man hier trifft und durch die Ausbildung auch kennenlernt.